Hi Leute, Poncho wieder hier. Wir sind auf dem Weg zum Spot. Yannick ist auch dabei. Korrekt. Mal gucken, ob wir ein paar Barsche rauskriegen. Nach 400 Metern. Hier ist die Aare, Leute. Das ist das Juragebirge. Ihr seht, nicht so gutes Wetter. Aber wir hoffen trotzdem auf ein paar dicke Fische. Vielleicht fangen wir ja was Schönes. Yannick ist mit Schwimmer unterwegs. Ich wie immer aktiv mit einem Carolina-Rig. Zeige ich euch nachher. Alles klar, dann sehen wir uns gleich am Spot. So Leute, hier sind wir jetzt am Bieler See angekommen. Hier ist der Niedau-Kanal, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Im Kanal, keine Ahnung, wie der heißt. Ganz schön was los hier. Einmal Hallo sagen. So, mal gucken, ob wir heute was fangen. Aber ich hoffe schon. Unsere Angelstelle hinten sieht ziemlich leer aus, da ist bisher keiner. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, die sind da hinten. Schaut euch mal das Wetter an. Bisschen mies, aber Poncho und Crew macht halt nichts aus. Wir sind gewappnet mit schönen, guten, dicken Jacken gegen den Regen. So, hier sind wieder die Fahrgastschiffe im Hafen. Die haben heute anscheinend auch nicht so viel zu tun. Alles klar, Leute, dann sehen wir uns gleich, wenn wir am Steg sind, in unserer Angelstelle. Bis gleich. So, Leute, hier, eine unserer Angelstellen ist abgesperrt. Was ist denn hier passiert? Wie, können wir gar nicht an unserer Angelstelle angeln? Salut, dürfen wir gar nicht an unserer Angelstelle angeln? Was? Dürfen wir gar nicht an unserer Angelstelle angeln? Was probiere, ja. Ja, ja, hab's schon probiert. Ja? Bisschen suchen, sonst ist das einfach hier. Bis daher. Da kann ich doch ein anfangen. Alles abgesperrt. Also hier würde ich nicht suchen. Nein, warum? Die wäre ein bisschen ölig, aber. Echt? Ölig. Ist Öl ausgelaufen? Irgendwo auch, ja. Irgendwo, ja. Oh, mies. Jo. Ja, ne, wir sind auch nicht auf der Suche nach Ölsardinen. Wir wollen ein paar Jeglis fangen. Umweltkatastrophe am Bieler See. Scheiße. Alles klar, dann gehen wir da vorne hin, zur Standardstelle. So Leute, jetzt sind wir am Wasser. Ganz gemütlich. Wir bauen jetzt auf langsam. Heute habe ich meine Rapala polarisierende Brille mit. Ja, coole Sicht. Die verlinke ich euch unter meinem Video. Und auch hier die Poison Adrena, das ist der beste Stock, den ich bisher gefischt habe. Der ist echt genial, verlinke ich euch auch alles unterm Video, kein Problem. Mal schauen. Wir haben hier noch sowas Grünes drauf. Aus dem Fishing Pro Shop. Aber das ist mehr so auf kleine Hechte. Und wir machen mal was Braunes bei dem schlechten Wetter drauf. Mal gucken, vielleicht haben wir damit ja Glück. Oh ne, machen wir sie denn? Da sind da welche. Ich verlinke euch auch die Gummis hier, auch unterm Video alles. Könnt ihr ja mal schauen. Also ich gebe euch eine Fanggarantie. Die habe ich günstig gekriegt in einem Bulk. Und ja, bei uns im Shop findet ihr die auch. Der ist noch nicht fertig, da arbeiten wir noch dran. Deswegen kann ich euch den noch nicht verlinken. Ich verlinke euch einfach Amazon-Links, wo ihr die findet. Und ja, dann fangen wir jetzt mal gleich an hier. So, zieht man den Fisch auf. So, dann misst man hier, wie weit geht der rein. Alles klar, stecke ich den hier durch. Versteck den Haken schön. Und ab geht's. Uns findest du auf YouTube, Flying Poncho. Flying Poncho? Ja. Cool. Wollen wir mal gucken. Ah, easy, geht schon. Das ist gut. Ja, ne? Denke ich auch. Gestern wahrscheinlich. Ja, warst du hier? Hast du es getestet? Nee, hinten. Weiter hinten im See. Okay. Ja, wir waren vor ein paar Tagen schon hier, aber da waren nur kleine, ganz kleine. Und es, ja. Es hat große. Ja, aber ich gehe mit dem 4 Zoll, 4. Ja, die Vierer, ja. Mit dem Vierer Krebs. Habe ich auch. Krebs habe ich jetzt nicht dabei, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber ich habe auch 4 Zoll, aber nur in Grün. Das ist eher auf Hecht dann Magnet. Da sind schon die ersten Bisse. Dieses Jahr ist blau. Blau? Ja?
Also die blauen Flakes drin. Ja. Braun mit blauen Flakes. Okay. Oder oben braun und unten mit einem weiß-bläulichen Bauch. Die auch gut. Super. Ja, okay. Der Janik stellt den schon mal so ein, dass er kurz über Grund ist. Wir haben extra so ein Lotblei mitgenommen zum Ausmessen. Oh, ich habe zu wenig Blei drauf, 5 Gramm. Ich angle mit 28 Gramm. Ja, okay, das ist natürlich viel mehr. Hier würde ich mindestens 14 würde ich schon machen, sonst ja, das drückt sich weg. Ja. Ja, ich denke mal, wir wechseln das nochmal. Das ist ein bisschen schmal gemessen. Also, Petri. Petri, dank. Ciao. Ciao. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen. Wie ist es nochmal? Flying Poncho. Flying Poncho. Ja. So, das Blei haben wir aufgezogen. Jetzt machen wir noch eine große Glasperle drauf, um die Barsche besser anzuziehen. Das klackt dann immer unter Wasser. Das macht die Fische aufmerksam. Hier an unserem Karabiner schneiden wir erstmal die letzten Reste ab, die noch drauf geblieben sind. So, jetzt fängt es auch schon langsam an zu regnen. Zum Glück haben wir unsere Segeljacken dabei. Da kommen auch Videos, wenn wir dann im Meer mal auf ein bisschen größere Fische, so Yellow Tun oder so, gehen. Aber im Moment haben wir keinen Urlaub. So, wollen wir mal schauen. Jetzt zeige ich euch den Poncho-Knoten natürlich wieder. Ja, machen wir erstmal auf den Haken raus. So. So. Immer genug Schnur nehmen, dass ihr den auch gut binden könnt und keine Probleme bekommt. So, dann lassen wir den einmal, machen wir eine Schlaufe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen windig hier. Drehen den einmal ein, die Schlaufe, die wir gelassen haben, also die überstehende Schlaufe einmal durchs Loch. So, dann machen wir die Schlaufe auf und führen den Karabinerhaken durch. Eigentlich ganz easy. Und der hält bombenfest. So, zack. Anfeuchten brauchen wir nicht, regnet schon. So. Zack. Den Rest schneiden wir ab. Der hält bombenfest jetzt, also da geht nichts mehr ab. Könnt ihr ruhig schön kurz abschneiden. Je feiner man angelt, desto besser. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir noch einen Egli kriegen hier bei dem tollen Wetter. Mal gucken, ob wir jetzt mehr Spannung auf die Schnur kriegen. Fliegt auch deutlich weiter. Direkt dran. Wollen wir mal schauen. Ein bisschen weiter rein. Kommen schon die ersten Angler wieder rein. Wir haben keinen Bock auf so ein scheiß Wetter. So, da haben wir schon den ersten Fisch dran. Ja, ist der noch dran? Ja, der ist noch dran. Ich glaube wieder ein kleinerer. Fühlt sich so an. Der lässt sich einfach so herziehen. Naja, es geht. Aber der ist schon recht klein. So, schaut Leute, den verarzten wir direkt mal. Mal schauen. So. Den lassen wir wieder rein. Schönes Tier. So. Nebenbei, Phil, schöne Grüße an dich. Dann Patti und dann Gummi und dann Gabi und dann alle. Leute, wir haben im Moment ein Gewinnspiel. Wir verlosen eine Angel und eine Rute als Combo. Einzige, was ihr machen müsst, ist abonnieren, liken
und am besten einmal teilen das Video. Wir wollen unseren YouTube-Kanal ein bisschen wachsen lassen. Deswegen würden wir uns natürlich über jedes Abo freuen. Ihr könnt uns auch gerne in den Kommentaren schreiben. Wir nehmen euch auch gerne mal mit, wenn ihr wollt. Wer noch Hilfe braucht beim Barschangeln, kein Problem, helfen wir gerne. So, da ist schon direkt der nächste Biss. Wieder ein kleiner leider. Aber wo die kleinen sind, sind auch die großen. Ich habe leider nur die kleinen Gummis mit. Deswegen beißen da auch wahrscheinlich viele kleine, aber den Farzen war auch direkt, seht ihr, schöner kleiner. Den tun wir auch direkt wieder rein. So, hops. Aber wir haben ja auch schon schöne große Higglis gefangen, schöne große Barsche. Und ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen heute auch. Wollen wir mal schauen. Ich merke die ganze Zeit Bisse hier an dem Carolina Rig. Ja? Ja, da hängt auch wieder einer. Ah, der ist abgegangen. Schade. War aber wieder so ein kleiner. Ach, Jacke vergessen anzuziehen. Egal, Einwurf geht noch. Janik, du kannst ja auch mal versuchen, hier im Hafenbecken zu fischen. Der treibt den Schwimmer schön weit raus. Da sollen ein paar Schleien rumschwimmen, hat er uns gerade der Kollege erzählt. Ja, hab schon wieder einen dran. Passt man einmal nicht auf. Ja. Mal gucken. Ah, ja, mit Seegras. Fisch und Seegras. Alles beides. Oder ist der abgegangen? Ja, der ist noch dran. Wieder ein ganz kleiner. Verärzten wir erstmal den Fisch, Standard Seegras. Ja, perfekt. So, der ist hängen geblieben. Der ist was schöner. Wollen wir mal schauen. Ja, der ist schon ein bisschen größer. Schön, Leute. So, dann zeige ich euch heute mal, mache ich später ein Video, wie wir getrockneten Salzegli machen. Da hat er heute keine Lust drauf, ist ja klar. Wir messen den erstmal aus. So. Andere Seite. So, wollen wir mal schauen. 15 ist in Ordnung. Da haben wir einen 20er. Nicht ganz, aber fast. So, hoppala. Komm her. So, betäuben. Am besten alles schnell, damit er nicht lange leidet. Machen wir noch einen Herzstich, zeige ich euch jetzt nicht unbedingt. So, damit er auch schön ausblutet. Und nicht leiden muss. Jetzt haben wir doch das erste schöne Egli eingepackt. Könnten ruhig noch größer sein. Aber wir beschweren uns nicht. Schon mal anfangen. So Leute, das Wetter wird nicht besser.
Wir fahren wieder nach Hause. Alles klar, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nicht vergessen einzuschalten bei Flying Poncho. Und lasst alle ein Abo und ein Like da. Wäre super. Wir sehen uns. Ciao, ciao.